kleiner Vogel, Sam Hawkins und Winnetou. Wie ist die Beziehung zwischen diesen zwei Figuren? Wie ist die Beziehung zwischen Winnetou und Hawkins? Ich würde sagen, ähnlich wie zwischen Shatterhand und Hawkins, aber ein bisschen distanzierter die ganze Geschichte. Er kennt ihn natürlich, Winnetou kennt Hawkins, ist klar. Sie kommen immer wieder zusammen, ist logisch. Sie vertrauen sich, glaube ich, auch gegenseitig. Aber so richtig die ganz enge Beziehung zwischen den Figuren, diesen beiden, gibt es nicht so wirklich. Aus Sicht des Stückes, ist Winnetou ohne Sam Hawkins denkbar? Nee. Gibt's nicht. Es gibt natürlich gewisse literarische Vorlagen, wo der Hawkins nicht vorkommt, dafür aber andere Komikerfiguren eben da drinnen sind. Aber so in diesen Stücken, die wir machen, glaube ich, wäre ohne Hawkins, wird nicht funktionieren. Muss ich jetzt einmal ganz wichtig sagen. Das heißt, Sam Hawkins ist das welches wichtige Element in dem Stück? Naja, er sorgt immer wieder für die Momente, wo es ihm was zum Lachen gibt natürlich oder zum Schmunzeln gibt. Es ist ja ganz wichtig, so wie der Rochus das auch immer macht, dass wenn eine tragische Szene gerade passiert, muss ein gewisses Ventil geschalten werden, weil man ja nicht in der Tragik verharren kann. Also versucht man immer nach so einer wirklichen schweren Szene, unter Anführungszeichen, dann wieder ein humoristisches Ventil aufzumachen, wo die Leute wieder rauskommen und wieder auf eine neue Ebene kommen und dann geht es wieder dramatisch weiter. Das ist also so ein Auf und Ab und deswegen liebe ich diese Rolle, ja, weil ich immer dafür zuständig bin, dass ich wieder das Lachen drauf zaubere für die Dramatik und so weiter, sind die anderen da. Heißt aber nicht, finde ich, dass der Hawkins nicht auch dramatisch werden kann. Es gibt Stücke, wo man natürlich auch mal ernst ist. Ja? Also nur blädeln geht nicht. Ja? Das wäre auch an der Vorlage vorbei. Und immerhin darfst du ein Winnetou 1 auch zweimal so richtig selber zulangen? Darf ich, ja, darf ich. Schlägereien und so weiter gibt es natürlich immer wieder. Ja? Gerade aber bei Winnetou 1 ist es halt so, dass halt diese Sache mit dem Rattler da halt kurz einmal am Anfang passiert. Schläger natürlich, man macht mir genauso Spaß mit der ganzen Sache. Bin aber manches Mal gar nicht so unglücklich, dass man in diesen schweren Kampfszenen nicht unbedingt immer dabei ist, weil ist nicht einfach sowas. Und das hat ein gewisses Risiko, ja, geht schwer an die Substanz, große Schlägereien. Aber wenn es gerade einmal darauf ankommt, natürlich ist er dabei, ja, muss sein. Gut, Rainer, danke schön. Und wie gesagt, ein wichtiges Element des Stückes. Freue mich. Sam Hawkins und auch der Rainer Vogel. Alles klar, danke schön.